Damit das Baden für euch und für euer Baby ein schönes Erlebnis wird, empfehle ich euch, alles gut vorzubereiten. Ihr braucht auf jeden Fall eine Babybadewanne oder einen Badeeimer. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch eine Wärmelampe verwenden, dann hat es euer Baby auch vor und nach dem Baden schön warm. Kontrolliert die Wassertemperatur mit einem Thermometer. 37 Grad wären optimal. Außerdem braucht ihr Klamotten, frische Windeln und Handtücher. Beim Badezusatz empfehle ich euch, auch auf Naturkosmetik zu setzen. Warum? Weil da nur natürliche Inhaltsstoffe drin sind. Ein Kleiebad eignet sich zum Beispiel ganz wunderbar. Das enthält Weizenkleie und die unterstützt die Regeneration der empfindlichen Babyhaut. Das Wasser könnte die Haut austrocknen und den Säureschutzmantel angreifen. Deswegen würde ich euch empfehlen, die Haut des Babys nach dem Baden mit einer Lotion zu pflegen. Und auch hier würde ich euch wieder empfehlen, auf natürliche Inhaltsstoffe wie zum Beispiel die Weizenkleie zu setzen.